Also wir sind zusammen auch zum Softlanding-Camp nach London geflogen, weil ich war schon ein bisschen halt aufgeregt und auch so ein bisschen ängstlich, so wie das halt alles sein wird. Ich bin über Weihnachten nach Hause geflogen und das dann auch alleine. Hi, ich bin Jörlis, ich bin 17 Jahre alt und ich verbringe mein Auslandsjahr im Moment an der Südküste Englands. Und in diesem Video erzähle ich so ein bisschen über meine Anreise in England, um genau zu sein, ob ich noch mit anderen Austauschschülern geflogen bin oder ob ich alleine geflogen bin. Fangen wir einfach mal an. Und zwar habe ich mich noch mit einer anderen Austauschschülerin erstmal in Hamburg am Flughafen getroffen. Und dann haben wir quasi so alles gemeinsam gemacht. Also sind durch die Security gelaufen, durch die Reisepasskontrolle und all das, was dazu gehört. Ja, also ich habe mich unter anderem dafür entschieden, noch mit einer anderen Austauschschülerin zu fliegen, da ich davor noch nie alleine geflogen bin. Also ich bin quasi schon mit meinen Eltern überall hingeflogen, aber das ist halt nicht das Gleiche, weil so alleine und mit der Familie ist halt schon doch noch ein Unterschied. Um sicherer zu sein, habe ich mich einfach dafür entschieden, auch weil es so ein bisschen einfacher ist. Für mich war das grundsätzlich echt die richtige Entscheidung, weil ich war schon ein bisschen halt aufgeregt und auch so ein bisschen ängstlich, so wie das halt alles sein wird, weil das weiß man ja nicht. Und dann dadurch könnte man sich quasi so gegenseitig so die Ängste nehmen oder auch irgendwie, falls man am Flughafen sich nicht so zurecht kannte, dann könnte man sich auch gegenseitig so ein bisschen helfen und sich quasi gegenseitig so ein bisschen runterbringen. Also wir sind zusammen auch zum Softlanding-Camp nach London geflogen. Also es lief alles sehr entspannt. Also wir saßen zwar nicht nebeneinander im Flugzeug, sondern wir saßen an komplett verschiedenen Enden. Also ich saß quasi ein bisschen weiter vorne und sie ein bisschen weiter hinten. Aber das hat letztendlich auch nicht so einen großen Unterschied gemacht. Der Flug selbst war echt sehr entspannt. Dadurch, dass wir zum Softlanding-Camp zusammen geflogen sind, war das auch sehr praktisch, weil dadurch kannte man quasi schon andere Personen und waren dann da quasi auch nicht so komplett alleine. Und also klar hat man da noch seine Kontakte, dann noch weitere Kontakte aufgebaut. Ja, aber es war schon sehr praktisch, dann quasi schon so eine Person zu haben, mit der man dann quasi so alles erleben konnte und sich so gegenseitig immer so aufpushen konnte und alles das. Grundsätzlich kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sich noch mit anderen Austauschschülern zu fliegen, weil, wie schon gesagt, mit der Angst und Aufregung ist es auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Also ich bin über Weihnachten nach Hause geflogen und das dann auch alleine. Und das war auch überhaupt nicht schlimm. Also ich habe mir das immer viel schlimmer ausgemalt, aber letztendlich war das super entspannt und es ging alles wie geschmiert und es war alles sehr, sehr einfach. Also einfacher als gedacht. Ja, also wie schon gesagt, ich fand es super, dass ich noch mit einer anderen Austauschschülerin geflogen bin. Aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, alleine zu fliegen, wie schon gesagt. Und ja, also wenn euch das Video gefallen hat und es euch hoffentlich auch ein bisschen weitergeholfen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr noch mehr von anderen Austauschschülerinnen sehen oder von anderen Austauschschülern sehen wollt, könnt ihr auch sehr gerne den Kanal von Kulturwerker abonnieren. Und ja.